dass du da bist. Schön, dass du vielleicht auch online dabei bist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir sehr herzlich für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Vater, Herr, dass du treu bist, dass du jeden Morgen neu uns umarmst, Herr, uns willkommen heißt, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du auch einiges auf dem Herzen hast, Herr. Herr, dass wir dich mehr erkennen, dass wir mehr befähigt werden, gestärkt werden, Herr, mit dir zu leben und all das auch zu erleben, was du uns versprochen hast in deinem Wort. Amen. Amen. Wir als Menschen sind es ja gewohnt, dass wir nicht jedem vertrauen können. Ich sage meinen Kindern, wenn sie draußen auf der Straße sind, wenn sie am Spielplatz sind, geh nicht mit jedem mit dir mit. Auch wenn er dir verspricht, dass er gerade neugeborene Kätzchen hat, Süßigkeiten en masse zu Hause hat, die er gerne schenken würde. Und auch bei unserem Körper ist das oft so, dass wir dem nicht immer trauen können. Also wir vertrauen meistens unserem Herz, unserer Lunge, unseren Beinen irgendwie, dass sie uns tragen. Aber allzu oft merken wir, unser Erinnerungsvermögen, wenn es sich Namen merken soll, ist manchmal nicht treu. Oder auch andere Dinge in unserem Körper, die machen manchmal Dinge, die sie nicht sollten, wo wir uns denken, hey, das hatten wir doch anders besprochen. Eine Sache, die aber 100% sicher ist, ist, dass Gott treu ist. Und das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Und da darfst du mit mir aufschlagen, den Psalm 89. Es gibt viele, viele Stellen in der Bibel, in den Psalmen, die über Gottes Treue sprechen. Aber dieser eine Vers, der hat es mir irgendwie sehr angetan, der so ein bisschen unscheinbar daherkommt, aber sehr, sehr kraftvoll ist. Ich lese Psalm 89, den ersten Vers lese ich auch noch mit. Ein Maskil von Ethan, dem Esrachiter. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen. Von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkünden. Und jetzt ist der Vers Nummer, Vers 3. Ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut. Deine Treue gründest du fest in den Himmeln. Das ist jetzt so ein bisschen komisch ausgedrückt. Gott gründet seine Treue fest im Himmel. Ja, wenn das im Himmel gegründet ist, begründet ist, ja, dann ist das ja nicht auf der Erde. Und das ist so kostbar, dass Gottes Treue nicht davon abhängt, in erster Linie, was hier auf der Erde passiert. Es hängt nicht davon ab, wie würdig du gerade lebst, ob Gott jetzt treu ist. Und das ist so kostbar, wenn ich das verstehe. Weil wir Menschen sind es gewohnt, dass wir uns ausrechnen, unser eigenes Leben analysieren und uns dann ausrechnen, wie würdig wir sind und wie treu andere Menschen wohl zu uns sein werden, wenn sie uns wirklich kennen. Und dann versuchen wir noch ein paar Sachen zu kaschieren, wo wir denken, okay, das ist jetzt in meiner Rechnung nicht so positiv, das lasse ich lieber weg, weil ich hoffe, dass ich einen guten Eindruck mache bei Menschen oder bei Gott, damit Menschen mir auch treu sein werden. Und das ist halt vollkommener Käse. Und wie kostbar ist es hier, dass wir lesen, die Treue Gottes, wie treu Gott dir ist, hängt in erster Linie nicht von dir ab, sondern hängt, wird im Himmel beschlossen. Und wird nicht nur im Himmel beschlossen, sondern wurde auch beschlossen, lang bevor deine Eltern über Kinder nachgedacht haben. Weit bevor du geboren wurdest, wurde im Himmel beschlossen, dass Gott dir treu sein wird. Und wie kostbar ist das? Und diese Treue Gottes, die ist ja nicht 80%. Ich kann zu meiner Frau nicht sagen, ja, ich gehe nur dreimal im Jahr fremd. Dann rechne ich mich aus, ja, das ist ja 99%, das ist mehr als 99%, das ist eigentlich fast 100. So logisch denkt unser Herz nicht. Wenn wir über Treue sprechen, dann muss das 100% sein. Weil es kommt der Tag, wo ich irgendwie versage und wo ich mich frage, ist heute vielleicht dieser 1%, wo Gott mir vielleicht nicht treu ist? Wo Gott mir nicht vergibt, wo Gott mich nicht liebt, wo Gott nicht mein Gebet erhört. Unser Herz ist nicht sehr logisch oft, ist nicht sehr mathematisch oft. Wir brauchen 100%. Und deshalb ist die Bibel voll davon, dass sie mir beschreibt, dass Gott 100% treu ist, dass Gott nicht nur 100% irdisch gesehen, irdisch gerechnet treu ist, sondern bevor ich überhaupt gelebt habe, hat Gott sich festgelegt, ich werde dir treu sein. Und das ist so schön, dass ich hier lese, Treue ist eine Sache, die im Himmel beschlossen wird. Nicht, nachdem ich mich bewährt habe, was meistens nicht so gut funktioniert. Gottes Treue ist eine Sache, die er beschlossen hat, bevor du den ersten Schritt gemacht hast. Und ich will euch noch ein paar andere Verse, Psalmen vorlesen, wo es um Gottes Treue geht. In Psalm 36 heißt es, dass all sein Tun
Treue ist. Seine Treue währt ewiglich von Generation zu Generation. Deine Treue reicht bis zu den Wolken. Also das ganze irdische, der ganze irdische Raum ist erfüllt von Gottes Treue. Das ist jetzt weniger eine theologische Aussage, als dass David das empfindet, dass er sich denkt, egal wo ich hingehe, egal was ich tue, was ich denke, wie ich mich fühle, Gottes Treue ist das, wovon ich lebe. Ja, seine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Und interessant ist auch, wenn wir ein Vers weiter noch gehen, also in Vers 3 heißt es, deine Treue gründest du fest in den Himmeln. Und Vers 4, ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Dieser Bund ist wieder auch etwas, was geschlossen wurde, bevor ich gelebt habe, bevor ich geboren wurde. Und das ist so kostbar, dass wir das verstehen, dass Gottes Treue unabhängig ist von dem, was ich tue, was ich bin, wie ich mich fühle. Weil unserem Herzen so tief drin ist, dass Treue verdient werden muss. Und dass Treue ganz, ganz oft immer wieder zur Diskussion steht. Wir haben ja in unserem Herzen oft so eine Erwartung, dass Menschen uns untreu sind, dass wir so ein Misstrauen, ein Zweifel haben über unseren Wert, ob Menschen uns wirklich treu sein werden. Und jemand, der das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, ist David. Und darfst du mit mir aufschlagen, Psalm 27. Psalm 27, Vers 10 heißt es, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. David hat erlebt, dass Menschen ihn sehr, sehr verletzen können, sehr untreu sein können. Und wenn wir erleben, dass Gott uns treu ist, dann sollte das auch in uns eine Sehnsucht erwecken, dass ich treu bin. Weil Gott kann gewissermaßen umgehen mit meiner Untreue. Die vielen Male, wo ich Gott nicht treu war, Gott kann damit umgehen, Gott kann mir vergeben. Meine Mitmenschen können das oft nicht. Meine Mitmenschen können oft nicht umgehen damit, wenn du untreu bist. Und das ist so wichtig zu wissen, dass ich ja dieses Gebet habe, diese Sehnsucht habe. Ich möchte treu sein. Meine Kinder können nicht damit umgehen, wenn ich dem einen Tag da bin und ich sage, ich liebe sie und am nächsten Tag ihnen zu verstehen gebe, dass sie das Letzte für mich sind. Sie können nicht damit umgehen, dass ich am einen Tag vergebend und freundlich und gnädig bin und am nächsten Tag sie sowas von zur Sau mache und ihnen sage, dass sie so unwürdig sind, weil sie einen Fehler gemacht haben. Ich sollte meine Kinder niemals zurechtweisen, weil ich ärgerlich bin oder weil sie einen Fehler gemacht haben. Wenn sie respektlos waren, dann kann ich sie zurechtweisen. Aber ich sollte niemals, wenn mein Sohn den Becher umschubst, sollte ich niemals ärgerlich sein, weil er dann lernt, wenn ich einen Fehler mache, dann ist Gott ärgerlich. Also Menschen können oft nicht umgehen damit, dass ich Fehler mache. Und genauso ist das ja auch so, weil wir das oft so erlebt haben. David sagt hier, dass er Vater und Mutter so erlebt hat, dass sie ihn verlassen. Und das sehen wir in seinem Leben. Wir sehen das spätestens dann, wo der Prophet Samuel kommt und zum Vater einen einfachen Satz sagt, ich will deine Söhne sehen. Eigentlich so schwierig. Wir gehen davon aus, dass sein Vater weiß, wie viele Söhne er hat und wie sie heißen. Und dann kommt es aber so, dass er David nicht ruft. Was ist denn das für eine Botschaft für David? Dass der Prophet sagt, hol deine Söhne, aber er holt mich nicht. Er merkt dann, wo er viel, viel Zeit auf den Feldern hat mit Gott und plötzlich merkt, wow, kann immer zu Gott kommen, ich habe freien Zugang zu Gott. Und dann denke ich mir so, war an einem Tag, dass der Heilige Geist ihn gefragt hat, David, weißt du eigentlich, warum du David heißt? Und er so, nee, weil mein Vater das ausgesucht hat. Und der Heilige Geist ihm sagt, nein. Weil diese Bedeutung David, der Geliebte, etwas ist, wie ich dich sehe. Und wo ich mir denke, dass diese Liebe Gottes Davids Herz so geheilt hat, dass das aushalten konnte, dass seine Brüder dann ihn ganz, ganz blöd anmachen und ihm Böses unterstellen, als er dann gegen Goliath kämpfen wollte. Wir sehen das auch später in seinem Leben noch, wo sein eigener Sohn ihn töten will und seine Königsherrschaft will. Wo Menschen, zum Beispiel da gibt es eine Stadt, Kehila, er hilft ihnen vor den Philistern, er rettet ihr Leben
Und dann merkt er aber und hört, wow, der Saul, der mich töten will, kommt zu dieser Stadt und er fragt Gott, Gott, werden diese Leute von dieser Stadt, die ich gerettet habe, werden sie mich ausliefern in die Hand Sauls? Und Gott sagt, ja, werden sie. So oft, wo David erlebt hat, wo er Menschen Gutes tut und hilft und liebt, und wie wird ihm vergolten? Mit Bösen. Aber wir sehen diesen David, das ist so eine der Sachen, die einem so auffällt und so vielleicht komisch ist, wie David reagiert, wenn seine Feinde sterben. Wie hat David reagiert, als Saul gestorben ist? Wie hat er reagiert? Er reagiert, als Abner, ein Mann, der ihn verfolgt hat, gegen seine Soldaten gekämpft hat, als er gestorben ist. Wie hat David reagiert, als sein eigener Sohn, der ihn gerade töten wollte, gestorben ist? Er hat jedes Mal geweint und geschluchzt. Und das ist doch irgendwie seltsam. Menschen, die ihm so viel Untreue gezeigt haben, wie reagiert David? Mit Liebe. Mit einem Ausdruck von Wertschätzung, wo ich mir denke, wow, was ist da in den Zeiten des Gebets bei David passiert? Dass er Menschen, dass er seine Eltern ehrt, er, als David dann verfolgt wird, dann sichert David seinen Eltern einen Platz, dass sie nicht von Saul getötet werden. Was ist da im Gebet passiert bei David, dass er Menschen ehren und lieben kann, die ihm untreu waren, die ihn angeklagt haben und die ihm Böses für Gutes vergolten haben? Und ich weiß nicht, wie du empfindest, ob deine Eltern einen guten Job gemacht haben. David wusste, dass seine Eltern, dass er sehr unzufrieden war mit dem, wie er aufgezogen wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du sagst, meine Eltern waren 100%ig treu. Meine Eltern waren vielleicht 95% treu, 80%, 50% oder vielleicht sagst du sogar 0. Und wie schön ist das, David als Vorbild zu haben und dass David etwas verstanden hat von der Treue Gottes, die nicht davon abhängig ist, wie Menschen oder wie ich mich verhalte. Und ich glaube, dass oft wir geistliche Ziele haben oder in der Bibel lesen, dass, wie Jesus unser Vorbild ist, aber in unserem Herz ist die Vergangenheit, die immer uns erinnert, wie Mama, wie Papa mich behandelt haben. Wie Menschen mich behandelt haben, von denen ich so abhängig war. Und als ich älter wurde, von denen ich mich abhängig gemacht habe, oft in falscher Weise. Und wie kostbar ist es zu realisieren, ich kann Menschen vergeben. Ich kann auch meinen Eltern vergeben. Und ich, nur das zu sagen, ich hatte großartige Eltern, die mich vieles, vieles gelehrt haben. Und wo ich heute sage, ich habe keinen Grund und ich habe auch keinen Groll. Aber vielleicht sagst du ja, meine Prozentzahl liegt ein bisschen niedriger als deine, Bernd. Aber wenn wir bei David sehen, was das Gebet, was die Gegenwart Gottes in seinem Herzen bewirkt hat, an Heilung und an Verständnis für die Treue Gottes, von der ich mich allein abhängig machen will. Ja, ich will dich sehr ermutigen, dass du zulässt, dass der Heilige Geist diese Wunden, die in deinem Herzen sind, dass er sie heilen darf. Und dass du ihn vielleicht fragst, Gott, ist da Verhalten, sind da Herzenshaltungen in meinem Herzen jetzt, die daher kommen, weil ich Menschen nicht vergeben habe, weil ich meinen Eltern, meinen Geschwistern, Partnern, irgendwelchen Menschen, von denen ich mich abhängig gemacht habe, weil sie etwas mir angetan haben. Und der Heilige Geist ist so treu und ist gewillt, das alles zu heilen. Ja, Gott ist treu, Menschen sind es oft nicht. Aber diese Erkenntnis, dass Gott treu ist, verändert mein Herz. Es wird dazu führen, wie ich bei David so schön sehe, ist eine Sehnsucht und ein Vergnügen, ein Genießen der Gegenwart Gottes. Weil oft ist es, wenn Menschen mich untreu behandelt haben, was wächst in mir? Da wächst so eine Hornhaut über mein Herz, dass ich nicht mehr verletzt werden will, nee, aber da deshalb auch nichts mehr spüre. Da wächst eine Hornhaut, die so dick ist, dass sie Schläge aushält, aber auch Berührung nicht mehr wahrnimmt. Und wie schade ist es, wenn ich in meinem Herzen erlaubt habe, dass deine Schutzschicht wächst, die Gottes Gegenwart nicht mehr spürt, die seine Stimme nicht mehr hört und nicht mehr spürt, wo der Heilige Geist mich an die Hand nimmt. Wenn ich das zulasse, dass ich neu mich auf Gottes Treue fokussiere,
und mich davon allein abhängig mache, dann wächst in mir wieder eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Eine Sehnsucht, mit Gott alleine zu sein. Mit Gottes Wahrheiten für mich in Anspruch zu nehmen. Und das ist der Anfang vom Ende, wenn ich das verliere. Und vielleicht der Anfang von was ganz, ganz Großem, wenn ich das neu entdecke. Was noch wächst in meinem Herzen, wenn ich erkenne, dass Gott mir treu ist, und zwar 100%, ist, dass ich Vertrauen habe, selbst in großen Herausforderungen und großen Nöten. Wenn mein ganzes Herz, meine Emotionen schreien, dass sie Mangel haben, aber ich weiß, dass Gott treu ist, dann begreife ich, dass Gott alles ist, was ich brauche. Ich hatte vor 10 Jahren etwa, hatte ich so eine Zeit in meinem Leben, wo ich Gott nach einer Frau gebeten habe und wo Gott mir gegeben habe, wo Gott mir gesagt hat, Bernd, lass das Thema gerade. Ich sag dir auch nicht, wie lange, vielleicht für immer. Lass das Thema gerade. Du machst da gerade gar nichts, bevor ich dir nicht irgendwas sage. Und das war für mich in meinem Herzen so schwer, weil ich mich gefragt habe, kann ich diesem Gott vertrauen? Kann ich Gott vertrauen, dass er mich versorgt mit allem, was ich brauche? Und ich die Frage gestellt habe, kann Gott mir alles geben, was ich brauche? Und ich muss dir sagen, nein. Er kann dir nicht nur alles geben, er ist alles, was du brauchst. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und mehr als das, aber zu begreifen, dass er alles ist, dass diese Treue Gottes, dass diese Versorgung Gottes, Vergebung Gottes, die Liebe Gottes im Himmel beschlossen wird und nicht nach Bewährung nach einigen Jahren. So kostbar ist es zu begreifen, dass Gott treu ist. Dass Gott treu ist, mich zu lieben, dass Gott treu ist, mir zu vergeben, aber dass Gott auch treu ist, alles zu tun, was er versprochen hat. Und dieses Wort im Hebräischen, das hat sowas mit Stabilität zu tun. Dass etwas ein festes Fundament ist. Und Gott ist ein festes Fundament. Sein Wort ist ein festes Fundament. Ja, und am letzten wird es bewirken in meinem Herzen, dass ich seinen Verheißungen glaube. In 1. Korinther, 2. Korinther 1, 20 heißt es, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind. Gottes Verheißungen sind kein Thema der Diskussion im Himmel. Ob sie heute noch gelten oder nicht, ob sie mit dem Apostel aufgehört haben oder irgend sowas. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Und deshalb kann ich von ganzem Herzen, selbst unabhängig von meinen Mitmenschen, was sie mir sagen, unabhängig von dem, was meine Eltern mir beigebracht haben, unabhängig von dem, was meine Gefühle sagen, ist Gottes Wort treu, das zu tun, was es versprochen hat. Und wenn das Wort Gottes sagt, ich bin eine neue Schöpfung, dann bin ich eine neue Schöpfung. Wenn Gottes Wort sagt, dass seine Kraft in mir lebt, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dann habe ich das vielleicht noch nicht so erlebt und nicht so gespürt, aber dann ist das tatsächlich so. Weil Gott nicht lügen kann. Und weil Gott so treu ist. Er ist treu, weil er tut, was er sagt. Und er ist treu dir als Person gegenüber. Und wie schön ist es, wenn ich das mehr und mehr begreife. Dann kommt sehr, sehr viel Freude und Frieden in mein Herz. Kommt eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Ein Vertrauen in sein Wort. Unabhängig von dem, was ich gerade erlebe. Und das ist doch, was wir uns wünschen. Ist nicht up und down zu leben die ganze Zeit. Jede Welle hoch, jede Welle runter. Damit können die Menschen nicht umgehen. Damit können meine Gefühle oft nicht umgehen. Und das ist nicht, wie Gott ist. Und ich lade dich heute Morgen ein, dass du Gott vertraust. Weil er treu ist. Und weil er sich entschieden hat, treu zu sein, bevor der erste Tag in deinem Leben schon erst begonnen hat. Vater, wir danken dir sehr herzlich für deine Treue, dass sie unabhängig ist. Von mir, von meinen Gefühlen her. Und dass diese Tür immer offen steht, dass ich zurückkomme zu dir und sage, Gott, vergib mir. Und im gleichen Atemzug darf ich sagen, danke, Vater, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mich immer liebst. Danke, Vater, auch, dass du treu bist, all das zu tun in deinem Leben, in deinem Wort, was in deinem Wort steht. Das zu tun in meinem Leben, was in deinem Wort steht. Danke, Vater. Und wir wollen das wirklich von ganzem Herzen umarmen und wollen auch beten, Heiliger Geist, dass du hochbringst in unserem Herzen all das, wo Wunden sind, wo Schmerz ist, wo wir uns von Menschen abhängig gemacht haben, sei es in kindlicher Weise, in unserer Erziehung, aber auch später in selbstverschuldeter Weise, wo wir uns abhängig machen von Menschen in einer falschen Art und Weise. Wir wollen uns abhängig machen in erster Linie nur von dir, damit wir auch
treu sein können zu unseren Mitmenschen, weil wir wissen, dass viele unserer Mitmenschen nicht umgehen könnten mit unserer Untreue. Und wir wollen treu sein dir gegenüber, wir wollen aber auch treu sein unseren Mitmenschen gegenüber, darauf gerichtet sein, dass wir ihnen dienen und wir ihnen vielleicht das erste Mal in ihrem Leben das geben können, was sie niemals bekommen haben. Wir danken dir, Vater, für deine Treue. Amen.